Jo, hi, zurück zu Mordor Schatten. Wir sind das letzte Mal ja hier gewesen, haben den Sklaventreiber gechillt. Das war erstmal okay. Jetzt die Frage, hier war Gollum irgendwo am Start. Wollen wir natürlich nochmal irgendwo finden. Und er hier ist natürlich, der hat irgendwie Info für mich, ne? Der Schmied bringt nur alte Waffen. Oh, der hatte Info für mich. Sorry. Die Info kriege ich natürlich jetzt nicht mehr. Ist kaputt. Der Gute. Und was haben wir hier jetzt noch? Wer sieht mich denn? Der da oben. So, und die anderen Typen dahin, die nerven natürlich. Die interessieren mich auch jetzt gar nicht. Ich gucke jetzt mal eben, dass ich hier mal herausfinde, wo Crazy Gollum hin ist. Du hast ja offen gesagt, einen geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Okay. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Wir sind chillen hier, die Kollegen. Greift ihn von hinten! Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. So, lass uns weiter suchen. Tack, 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 tack. Dahin irgendwie scheint rauf. Dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Geben um Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Oh shit. Gut, wo kommen sie? Bestimmt hier hochgekrabbelt oder nicht? Ich dachte, ich hätte jetzt so ein von oben Schilding. Okay, sie sind auch happen doof. Waldläufer! Lass mich dein Fleisch auf meinem Feuer braten! Schon kaputt? Okay, alles gut. Ich wollte hier rüber, meine ich, und dann gucken, wo es hier lang geht, ne? Lass mal schauen. Wo ist denn die Spur? Ach, die geht hier oben lang, okay. Ups, und hier runter? Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Mauern sind ihm kein Hindernis. Ja.
Oh, sehr gut. Pfeile? Jetzt nicht. Es gibt irgendwas. Ich habe schon zwei Tage nichts gegessen. Tja, wie kann das denn sein? Einfach rüberspringen? Oh, Glück gehabt. Bitte, gib mir etwas von deinem Brot ab. Nein, hol dir dein eigenes. Ich brauche das, um den Rest der Woche zu überleben. Da ist der Waldläufer! Und wer hat mich denn hier gesehen? Kann ich überhaupt nichts... Aha. Unseren Peinigern gefallen Feuer und grobes Handwerk wirklich außerordentlich. Ihre Herren gehen halt um, wenn er zurückkommt. Wünschen zu verändern. Schwarz und trostlos. Aber mächtig. Du und ich! Oh. Willst du sterben? Zögere nicht. Renn um dein Leben. Vielen Dank, Waldläufer. Ja, leider habe ich einem eins draufgezogen. Fähigkeit freigeschaltet. Okay, befreie 4 Sklaven. Alles gut. Wusste ich gar nicht, dass ich machen muss. Jetzt lass mal eben kurz gucken, wo denn die Spur lang führte. Habe ich natürlich jetzt total verpasst. Dann kurz zurückgehen. So, hier rauf. Was ist das für ein Symbol? Moment mal, hier waren jetzt irgendwie die Pfeile, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, ne? Genau. 4 Pfeile, das ist schon mal gut. So, jetzt mal schauen. Da drüben ist der Turm, muss ich auch mal rauf. Okay, jetzt haben wir das eine sehr schnell freigeschaltet. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Okay, da kann man hinreisen. Gut. Oh geil, Moment, jetzt sehen wir den da drüben. Da hinten ist noch einer. Alter, was ist das denn? Das sind hier 3 Türme. Sehe ich die auf der Karte auch? Das sind die in diese Richtung, oder was? Könnte sein, ne? Egal. So, wenn ich auf dem Turm stehe, ne, muss ich Ghost sein. Hier runter wollen wir eigentlich. So, immer noch auf der Suche nach dieser Spur. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Ah geil, was wird hier angezeigt? Achso, Blümchen werden gleich mit angezeigt. Ist gut. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Dort! Es läuft davon! Jede Menge Fledermäuse. Erkunde die Höhle.
Pilzchen. Also hier rauf, ne? Oh, das hört sich nicht gut an. Zauber ist das? Ein verlorenes Erbstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Oh-oh. Elende Kreatur, was willst du von mir? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Es läuft davon. Ciao, so. Folge der Kreatur. Oh, geil, es gibt hier schön Pfeile. Das verheißt nichts Gutes. Bin ich? Aha. Ach du Scheiße. Urukjäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Jäger sollten schnell getötet werden. Drücke während des Laufens X, um Speere aus... Aha. Na komm. Halt still! Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Ja, dann Kultklammer. Ist er da drüben hingekrabbelt irgendwo, oder? Muss mal eben kurz gucken, dass ich wieder fit werde. Gibt's denn da irgendwas Schönes? Na gut, komm. Dann wieder raus erstmal. Und der ist da drüben irgendwo reingekrabbelt. Thank you.
es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts! Was weiß er davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns in unseren Träumen. Du siehst mich. Elende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Rätsel. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Okay, schon ein bisschen was rausgefunden. Und so ist das Ziel. Okay, abgeschlossen. 600, sehr schön. So, jetzt hatten wir Fähigkeiten und. Gollum ist klar. Gollum. Okay, ich wollte aber eigentlich Waffenverbesserung, genau. Fähigkeit Punkt 1, ne? Verbesserung zu kaufen. Okay. Das sind erstmal Fähigkeiten. So, Fähigkeiten auf Prall. Konterter Gegner stolpert rückwärts, werden betäubt und fallen zu Boden. Schon mal nicht schlecht. So, wir können uns etwas kaufen. Erhöht Gesundheitshöchstwert. 100 kostet das, 100 habe ich auch gerade mal. So, das Einzige, das freigeschaltet ist. Ach ne, da drüben, das ist Ressourcen. Mehr, lalala, das ist schon mal gut. Gesundheit ist schon mal gut. Schwerdrunenplatz. Oh, wie geil, 60 kostet er nur. Bogenruhenplatz, Durchruhenplatz. Okay, alles klar. Da drüben, die kosten jeweils 1 oder ne, 60, 60, 60. Ne, muss man ganz schön sparen. So, Gesundheit finde ich aber erstmal wichtiger. Boah, 320. Komm, Gesundheit. Katschau. So, Fortschritt. Gut. Jagdherausforderung. Aha. Wie sieht das aus? Das hier oder was? Nee. Achso, Überlebenden Herausforderung, Jagd Herausforderung. Töte 3 Spinnen. Moment mal, ich hatte schon 2 weggeballert. Lass uns mal eben hier reingehen. Was habe ich denn von der Jagd Herausforderung? Eine alte Spinne. Scheiße. Das fand ich so gut. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Befreie Sklaven, okay. Da vorne. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Okay. Mache ich. Wer hat mich denn hier gesehen? Niemand? Komm, lauf weg. So, ich wollte noch hier so eine Spinne besorgen, ne? Was ist jetzt das hier? L1.
Ah, okay. Okay. Okidoki, ach ja, man muss ein ganzes Ding zusammensammeln. Alles klar, verstehe. Muss ich dann natürlich machen. Das ist Ithildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Du bist nicht gegen. Kaputt, alles kaputt? Jo. So, ich wollte aber eigentlich da oben rauf und Spinni Spinn gucken. Shit, jetzt habe ich mich wieder runtergedaddelt. Aber ich kann wieder rauf, oder? Ja, nein. Über die Rutsche? Auch nicht. Aber hier wieder rauf. So, und ich wollte eigentlich, wo war das denn? Mit Gollum hier hinten irgendwo lang. Zu dieser Höhle nochmal hin. Weil eine so eine kleine doofe Spinne kann ich ja nochmal eben chillen. Hast du das gehört? Nee, hab ich nicht. Alter, die killen mich immer. Muss mir jemand Dümmeres finden, dem ich hier die Typen aufdrücken kann. Komm rauf. Klettern können die nicht, oder? Ist mal nix wie weg. Nö, nicht schon wieder, Leute. Ach komm, hau ab. So, die können sich damit auseinandersetzen. Ups, da ist noch einer. Mann, ist das hier voll. Na gut. Habe ich da gerade etwas gehört? Garantiert nicht.
Gleichgewicht! So, kaputt. So, immer hoffen, dass sie keine Dussels mehr rumhängen. Da ist aber die schöne Höhle und da sind Spinnies drin. Okay. Und irgendwas richtig Böses. Tja, keine Spinnen da dort. Siege Marco Blutjäger. Mhm. Komm, Stärke 8, scheiße. Abzuhauen, dann finde ich dich, versprochen. Okay. Der ist ja gleich tot. Was willst du von mir? Tja. Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Also ist nicht so schlau. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. Oh.
Okay, also, ich wollte eigentlich Spinnen besorgen. Das hat überhaupt gar nicht geklappt. Und ich brauche Kräuterchen. Da oben irgendwo? Ne, ich glaube nicht. So, okay, lass uns nochmal hingehen zu der Höhle, auch wenn ich da 10 und 14 Mal drauf gehe. Zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Okay, wo ist es? Man weiß es nicht. Neu da unten. Okay, gut. Verstehe. Ich wollte aber eigentlich jetzt hier in die Höhle rein, nur noch ein bisschen Spinnies killen. Das kann aber nicht so schwer sein. Weil ich nicht weiß, was denn so eine... Ah, der ist doch draufgegangen. Na gut, nehmen wir das mit. Schwing, so, und da drin ist die übelste Killerei. Oh, Blutjäger. Na gut, ist ein anderer. Und wo ist er? So, wo ist Kollege Blutjäger? Oh, draußen ist auf jeden Fall wieder so ein blödes Viech. Okay. Kriegt man da eigentlich seine Pfeile wieder? Nö, ne? Nein. Oh, Spinny. Da. Voll vorbei. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Wenn da etwas war, sollte er sich fernhalten. Also Spinnen einfach kaputt klappen. So nicht, ne? Tja. Gut, ich wollte eigentlich ein paar Pfeile haben, weil Spinni kaputt machen. Habe ich immer noch nicht geschafft, ne? Krass. Naja. Hab zufällig einen Häuptling reden gehört. Die wollen hier mehr Schildträger und Bogenschützen stationieren. Okay, lass uns mal gucken, wo wir denn hinwollen. Also, beziehungsweise, wir haben eigentlich auch noch ein bisschen was vor, ne? Verbesserungen.
Das ist natürlich cool, wenn wir uns einen besorgen, ne? Okay, dann lass uns mal da hinten los, weil den Turm hatten wir schon, genau. So, und jetzt ist die große Frage. Der Hammer sollte hier wirklich das Sagen haben. Keine Pfeile, ne? Doch. Oh, okay. Jemand sollte ihn dafür von hinten in den Rücken schießen. So, da haben wir ihn. Jetzt können wir reiten. Cool, man kann auch im Reiten fighten. Das ist cool. Ja. Geil, wir können erstmal hier schon durchreiten, das ist natürlich richtig cool. Ah. Der ist ja voll schlecht drauf, Scheiße. Na komm. Lass uns, wow, das sieht ja sehr geil aus. So, hier, diesen Turm, den haben wir noch gar nicht. Lass mich mal kurz gucken, wo der steht. Oh, hier gleich neben mir. Oh. Kann einfach auch absteigen, ist vielleicht einfacher. Okay, die das Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. So, ist mein Hundi jetzt weg oder was ist los? Ach, der fightet ja die ganze Zeit? Okay, das ist natürlich geil. Hey, lass das. Nicht gegen ihn. Genau. Komm, lass es abhauen. Ist genug, komm. Thank you.
Okay, cool. Das haben wir auch freigeschaltet. Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Ich würde mal sagen, das muss erstmal reichen für diese Session. Boah, geil. Mehr gibt's dann halt beim nächsten Mal, ja? Also, bis dann. Ciao.